Jo, liebe Leute, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte schon jetzt sagen, wir spielen heute gegen Kami DPL Spieltag Nummer 12. Ja, Nummer 12. Letzte Woche ging es gegen Nero. So, Mann. Oh, ich hab's heute schon wieder richtig mit deiner Aussprache. Und heute geht's gegen Kami und sein Kami-Kapi-Team. Und ja, unser Team besteht, ihr seht es da unten diesmal an der Seite. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt so mache, dass ich das Team später einblende, weil, ja, wenn ich den Rahmen mache, ich muss mal schauen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall geht es heute in den nächsten Spieltag der DPL. Bin auch wieder hier ein bisschen nervös, hatte natürlich auch einen Teambau. Unser Team, seht ihr da unten schon in der Ecke, besteht aus Mammutel, unser Signature. Hutsasa, Rotom, Lucario, unser Walking Dead, unser Zubiris und unser Pixie haben wir mit. Gut, und ich würde sagen, auf geht's. Pixie habe ich aus dem Grunde mit und weil ich habe so ein bisschen Panik davor, dass er sich irgendwie Core meinten will. Und Pixie ist ja halt eine super Wahl gegen. Okay, sein Team besteht aus Latios, das ist sein ohne Zahn. Donphan ist auch nicht so schlecht. Don. Ja, Kapitz ist klar. Elitzer. Torkikiss, okay, nice. Und Amaldo. Okay. Ich tippe mal darauf, er wird wahrscheinlich predicten, dass wir mit Zubiris liegen. Und der einzige, der ihn da wenig macht, ist Latios, weil Latios wahrscheinlich speziell ist, ein Core-Mind-Set. Und ich würde sagen, wir dienen dafür mit Pixie, weil wir stehen eigentlich alles gut da, weil ich will mit Pixie die Tarnsteine rausbringen, liebe Leute. Neu im Einmal GL Fun schreiben. So, und ja, ich hoffe eigentlich, dass das soweit alles klappt. Ja, mal gucken, also ich will eigentlich gerne mit Pixie leaden, weil ich, wie gesagt, die Tarnsteine rausbringen möchte. Und weil ich die Donnerwelle drauf habe. Weil wenn er mit Latios leadet, wird er uns nicht rausnehmen und ich kann irgendwas Donnerwellen. Und ich glaube kaum, dass er das predikten wird, dass wir die Donnerwelle drauf haben. Ja, ich hoffe, das klappt alles so. Ja, ich würde sagen, leaden wir so. Okay. Gucken, was sein Lead ist. Bitte ohne Zahn. Bitte ohne Zahn. Also, das ist sein Latios, sein Mega. Und wenn ich das slow... Super gut, super gut. Ich hoffe es eigentlich nur. Bitte ohne Zahn, komm schon, hau ohne Zahn raus. Ja, wir blieben mit Pixie. Und er hat... Yes! Okay, das ist schon mal gut. So, und jetzt ist die Frage, was würde ihn am wenigsten ausmachen, Moonblast zu fressen? Ist eigentlich... Illezard könnte Moonblast relativ tanken. Aber ich gehe einfach mal für eine Donnerwelle. Ich weiß, ich kann Illezard... Wollte, ob ja, kann es, ne? Ne, ist ja Trockenheit, glaube ich. Ich weiß gleich, wie der heißt. Elektro ist es. Ist es ein Elektromon? Natürlich, vielleicht kann er jetzt auch denken, okay, jetzt kann ich mich hochkommen. Haha, aber. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass er das denkt. Oder dass er das machen kann. Weil dafür würden wir ihn rausnehmen, wenn er sich hochkommen will, einfach. Nee, es hat kein Dings. Also dann gehen wir einfach mal für eine Donnerwelle. Mal gucken, ob er drin bleibt. Er bleibt drin. Damit bleibt mega. Erste Runde. Kriegt er die Para. Dann kann ich in der nächsten Runde die Tarnsteine rausbringen. Oder ich gehe für ein Dings. Psychokinese. Das müsste eigentlich einigermaßen, ja, soliden Damage machen. Jetzt sind wir schneller. So, jetzt ist die Frage, war das gerade Min oder Max Damage? Ich hoffe natürlich, das war kein Max-Damage, weil dann würden wir den nächsten Hit nicht überleben. Ist die Frage, jetzt würde er wahrscheinlich denken, wir hauen einen Moonblast raus. Könnten wir auch. Ich gehe aber erstmal für die Tarnsteine. Okay, bitte kein Max-Damage. Bitte was. Oder Para. Okay, Psychokinese. Bitte, bitte reicht nicht aus. Bitte reicht nicht aus. Und. Es reicht einfach aus! Ach, Mann! Ach, ja gut. Ich gehe jetzt in mein... ich könnte im Mammutel gehen. Ja, ich gehe auch im Mammutel. Ich gehe im Mammutel und gehe auf den Eisabfagel. Es ist Bandit. Trifft alles sehr relativ gut in seinem Team. Und es kriegt viel Damage. Es kriegt viel Damage. Bitte reich einfach jetzt aus. Es ist Bandit, Adamant. Hallo, es muss ausreichen. Und wenn nicht, flinchen wir einfach. So, sein Mega schon mal raus. Das ist schon mal gut. Das sieht jetzt gut aus. Wie ist das ausreichend? Die Psychokinese. Lol.
Okay, wir hätten jetzt auch auf den Weicher gehen können, hätten geguckt, ob es dann ausgereicht hätte. Aber ich brauche die Tarnsteine raus, damit Kapels sein Sash verliert. Und jetzt ist die Frage, was bringt er jetzt rein? Eigentlich müssen wir alles, größtenteils oder vieles in seinem Team outspeeden. Das Einzige, was mir so ein bisschen hier so Probleme bereitet, ist Illizard. Aber das hat eine relativ schlechte Verteidigung. Das müssen wir mindestens two-hitten können. Tippe ich einfach mal stark drauf. Ich tippe es einfach wirklich mal. Ich hoffe, es ist eigentlich Memos mein. Und er kommt, I know, was ist das? Was ist das sein? Amaldo. Amaldo ist sein, okay. Jetzt die Frage, wie viel machen wir gegen ein Amaldo? Ich kalk das jetzt, ist mir sowas von egal. Memo. Live-Op. Wir sind nicht Live-Op. Ich weiß gar nicht, warum immer der Kalkulator Live-Op rausschmeißt. Wir sind Joyce Bandit. Das ist viel mehr Best, also es ist viel mehr Damage, was da kommt. Gut, wir würden mit einem Erdbeben relativ viel mehr Damage machen. 75% mit einem Icy Kick Crash. Erdquick würde uns nicht 100% rausnehmen. Was ist mit der Steinkante? Waxlight, ne? Ne, Waxlight ist nicht, Oder wechseln wir aus, safe. Ich glaube, er könnte uns eigentlich sowieso nichts gegen unser Zubiris machen. Und dann könnten wir es verbrennen. Ja, das wäre die klügste Wahl, glaube ich. Wir gehen in den Dings. Dann kann er uns nicht viel machen. Sparen uns Mammutell noch ein bisschen auf, weil ich brauche das. Ich brauche das. Mal gucken, was er auf Amaldo spielt. Steinkante wahrscheinlich, würde ich tippen, ne? Ne, Abschlag. Okay, nice. Abschlag. Das macht dann hier natürlich nicht so viel Damage. Und jetzt kann ich irgendwas burnen. Ich gehe mal in die Mega-Entwicklung, weil ich weiß nicht, ob er die Tarnsteine drauf hat, weil ich möchte die nicht gerne haben. Ich verliere dann aber meinen Sträuch. Sind mir, mal überlegen, braucht oder sind die Tarnsteine für mich schlimm? Ja, sie sind schlimm. Und deswegen gehen wir jetzt in die Mega-Entwicklung und hauen ihr Licht raus. Bitte treff einfach. Bitte treff, komm schon. Bitte treff. Predikte nicht, dass wir das Licht haben und bleib drin und versucht die Tarnsteine oder Toxin oder was auch immer rauszubringen. Komm schon. Bitte, 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 Kami. Mach das für uns. Ich weiß nicht, also wir müssen auf jeden Fall, wenn es das nächste Mal reinkommt, müssen wir es mit einem Eisabfrage rausnehmen können. Okay, er bleibt drinne. Wir gehen jetzt in die Mega. Bitte treff, bitte treff, bitte treff, bitte treff, bitte, 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 bitte. Und es trifft. Connected. Nice. Nizza Ditza. Nizza Ditza. So, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Steinkante, ich wusste es. Natürlich macht das jetzt nicht mehr so viel Damage. Ist jetzt die Frage, was wäre jetzt für ihn so der beste Switch-In? Ich gehe mal erstmal für eine Genesung. Also ich will mich hochheilen. Weil wenn er auswechselt, okay, Kreuzschere. Ja, die macht immer mehr Damage, je öfter er Dings macht. Aber okay, kann er machen. Dann würde ich jetzt in Hutswasser gehen, weil Hutswasser müsste ihn eigentlich relativ sehr gut wallen. Also richtig gut wallen. Und wir kriegen eigentlich, oder kriegt Hutswasser, nee, Hutswasser ist eigentlich eine relativ gute Wall gegen ihn jetzt. Doch, Hutswasser ist eine sehr gute Wall eigentlich. Okay. Hutswasser, oder? Ich könnte jetzt auch in mein Lucario gehen. Da den Boost abgreifen. Weil er wahrscheinlich eine Kreuzschere machen wird und dann will er wahrscheinlich einen Abschlag raushauen. Würde uns den Fokus gut rausnehmen. Ist eine Unlichtattacke. Wir würden einen Boost kriegen. Schwerttanz könnten mit Patronenhieb relativ viel oder guten Damage machen. Ja, das mache ich auch. Ich gehe nämlich jetzt in meinen Hutsasser. Dann wird er wahrscheinlich einen Abschlag machen wollen. Und dann, wenn er den Abschlag macht, wechseln wir auf unser Lucario, kriegen den Boost, werden dann bei plus 1 und dann müssen wir ihn mit einem Patronenhieb rausnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, was er dann reinschmeißt. Nein, ich brauche ihn noch. Aber egal, ich gehe jetzt mal in Hutsasser, würde ich sagen, ne? Ja, doch, Hutsasser tankt das eigentlich. Hutsasser tankt das, easy. Und er geht nicht für die Tarnschnelle, will er nicht machen. Hutsasser tankt das. Kreuzschere kommt's wieder. Oh, easy. Easy tankst du das, Hutsasser. Du bist ein Biest.
Nice. Okay. Die Frage, gehen wir auf eine. Ja, wir gehen einfach mal auf eine Matschbombe. Okay, er geht auf Abschlag, ja. Ich hätte es jetzt predikten können, aber. Ja, das reicht nicht mal annähernd. Okay, wir hätten jetzt natürlich jetzt wieder ein Dings gehen können. Weiß nicht, wenn wir jetzt gegen Dings. Gut, das haben wir uns erstmal wieder voll. Gehen in unser Zubiris. Ja, gehen in das Zubiris. So. Damit ist Hutsasser wieder voll durch Belebekraft. Passt also. Steinkante kommt. Easy. Die tanken wir auch noch. So. Und jetzt ist es so, Leute. Jetzt ist die Frage, wie viel macht Tokekiss nachher mit Zauberschein? Ich weiß nicht, wie viel Tokekiss mit Zauberschein macht auf meinen Zubiris, wenn er das reinruft. Wenn es natürlich nicht ausreichen sollte, wäre super, super geil. Aber. Wir wissen, es macht einfach Damage. Airflash würde 30% und jetzt macht es Dazzling Beam. Dazzling Beam. Dazzling Beam. Würde 70% machen, wenn ich nichts Investment hätte. Also würden wir es tanken. Wenn er natürlich jetzt Bandit oder so einen Scheiß spielt, wäre kritisch. Ich würde sagen, wir heilen uns noch einmal voll. Dann sind wir full life, dann würden wir es tanken. Ja, als ob er nochmal auf Erdbeben geht. Okay, wir heilen uns nochmal voll. Und mal gucken, was er jetzt reinschmeißt. Damit stirbt jetzt auch sein Amaldo. Also er hat Erdbeben drauf gehabt. Okay, hätten wir auch in Rotom gehen können zum Schluss. Erdbeben. Abschlag. Steinkante. Und sein Dings. Ist die Frage, was spielt er für ein Tokekiss? Was spielt er für ein Tokekiss? Müsste ich aber eigentlich mit Hutsasser relativ gut handeln können, den Air Slash. Also mit unserem Amoongus, müssten wir eigentlich das relativ gut handeln. Ja, okay, das war klar, dass er rausgeht. Ist jetzt die Frage, macht er auflockern? Nee. Nee, macht er eigentlich nicht. Also es dürfte nicht ausreichen. Es dürfte nicht ausreichen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal für ein Irrlicht. Zauberschein. Es dürfte nicht ausreichen, außer es gebandet oder Specs im Prinzip. Oh Gott, es reicht auch nicht aus. Ja. So, damit ist das auch verbrannt. So, und ich sage, jetzt ist die Frage, brauchen wir Dings noch? Eigentlich nicht unbedingt. Überlegen wir. Brauchen wir unser liebes Walking Dead noch, unser Zubiris. Wir haben jetzt das Amoongus verbrannt. Das Tokekiss verbrannt, sein Frankhemd. Er wird auf jeden Fall schneller sein mit seinem Donphan, könnte uns da auf jeden Fall auch guten Damage hinkriegen. Aber wir haben halt unser ja, unser Rotom, was schwebert, was er mit Erdbeben nicht angreifen kann. Das heißt, ich tippe mal, er wird jetzt wahrscheinlich nochmal einen Zauberschein drücken, damit es effektiv ist. Das heißt, wir können in Hutsasa gehen. Würden mit Hutsasa an Dazzling Beam easy tanken. Easy. Und könnten dann für eine Sludge Wave gehen. Ja. Das Offensichtlichste machen wir einfach mal. Ja, Zauberschein. Jetzt sehen wir nämlich, wie viel Damage das macht. Ja, es ist nichts. Es ist kein Damage, was da kommt. So, so, jetzt ist die Frage, wird er. Ne, er wird nicht rauswechseln. Wir gehen einfach auf eine Matschbombe. Das muss guten Damage machen. Luftschnee, bitte nicht flinchen. Sorry, Kami. Das war jetzt echt bitter, dass die daneben gegangen ist. Weil jetzt können wir mit Amoongus drin bleiben. Sorry, sorry, sorry. Und nochmal sorry. Wirklich. Oh, Donphu ist jetzt drin. Wirklich, das tut mir jetzt echt leid. So, Donphu. Gehen wir mal einfach für die Pilzspore. Turbodreher. Ah. Ich hätte in Dings wechseln sollen. Aber egal, damit ist es jetzt eingeschläfert. So. Was hat er drauf? Überreste. So, jetzt ist die Frage, er hat den First Hand Sleep. Ach, scheiß drauf, er wird eh nichts machen können. Wir gehen auf den Giga Drain. Erstmal First Turn Sleep ist klar.
Wie viel heilt das? 50%? Easy, dann nehmen wir es jetzt in der nächsten Runde raus. Wenn er jetzt schläft, ist das auch raus. Auf jeden Fall ist sein Toxicus weg. Das ist schon mal richtig gut. Oh, mein Stift! Mein Stift! Hoppala. So. Jetzt ist die Sache. Predicten wir jetzt, dass er rauswitcht? Ich würde nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen. Er könnte zwar auf Elizab gehen. Aber es wäre auch wieder so ein bisschen. Ja. Also, ich würde eigentlich sagen. Braucht ein schlafendes Donphan. Es wäre eigentlich Schwachsinn. Irgendwas würde jetzt Damage kriegen. Elizab könnte uns auch nicht sofort rausnehmen. Ich gehe einfach weiter auf den Giga Drain. Er schläft. Nice. Damit ist auch Donphan raus. So, jetzt hat er nur noch Kappels und seinen Elizab. Das Problem ist, Kappels wird wahrscheinlich den Zash tragen. Ist aber auch nicht so schlimm, da wir noch immer Amoongus haben. Amoongus handelt Kappels easy. Weil er uns halt nicht mit der Pilzspore einschläfern kann, etc. Jetzt muss er eigentlich auf Elizab gehen. Aber was wird Elizab machen? Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Ja, sein MP ist das, das weiß ich. Aber was wird sein Wie heißt das jetzt eigentlich? Elizadab? Leute, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Elektro ist es. Elektro. Aber wie heißt das Vieh denn? Elizadab? Nee. Ich guck das jetzt nach. Ich weiß nicht, wie das Vieh heißt. Alles. Elizad. Doch. Elizad. Wie komme ich denn, dass das nicht so heißt? Wow. Wie komme ich denn da drauf? Okay. Ich würde eigentlich sagen, wir bringen unser Walking Dead rein zum Death Order. Oder? Nein, da können wir auch noch ein bisschen relativ viel mit handeln. Das heißt, sein Dings kann uns auch nichts machen. Doch, ich gehe auf mein Walking Dead. Dann habe ich nämlich noch Rotom, kann Hitzekoller rausschmeißen. Und Hitzekoller macht guten Damage. Ja. Und dann haben wir Mamutell. Und Mamutell könnte es im Prinzip locker rausnehmen. Und Lucario sparen wir uns halt mit dem Sash auf, weil Lucario im Prinzip den, ja, das nochmal rausbringen kann. Dann bringen wir jetzt zum Sterben rein. Finsteraura, easy. Okay, warum Finsteraura? Wird er flinchen? Okay. Ja, gut. Also gut. Ist er jetzt Specs? Ist die Frage, wird er wieder auf eine Finsteraura gehen? Die müssen wir eigentlich aber mit Rotom echt gut handeln. Ich könnte natürlich auch auf Mamutell gehen. Erdbeben raushauen und weg das Vieh. Das Problem ist nur, da bin ich im Mamutell drinne. Ja, könnte ich auch mal. Das ist eigentlich sogar die bessere Variante. Quasi, hat es jetzt irgendwas, wo ich denke, shit. Trockenheit, Sandstall, Solarkraft. Ja, ich würde sagen, Hitzekoller, easy. Wir sind schneller, ist ja klar. Ich weiß nicht, war ich jetzt Scarfed oder Specs? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und. LOL! Als ob. Und er verfehlt den Fokus. LOL. LOL. Alter, Kami. Das tut mir gerade so leid. Das ist doch voll kacke gerade. Immer diese Miss. Sorry. Ich schreibe ihn erstmal. Er trifft den Fokusstoß nicht. Jetzt kommt nur noch sein Kappels rein. Ja, Kappels wird im Prinzip Pilzspore legen wollen. Aber dafür wechsle ich jetzt auf meinen Amoongus. Es wird uns wahrscheinlich einschläfern. Und dann können wir es mit einem Toxin rausnehmen. Oh lol, das tut mir jetzt wirklich leid. Felsgrab? What? Das habe ich überhaupt nicht predicted. Lol. Das ist gut. Das hätte mein Rotom richtig Probleme bereitet. Ja, er muss auf den Felsgrab gehen, aber okay. Ja, Init sinkt weiterhin. Matschbombe, go! Bitte nicht die Poison, bitte nicht die Poison. Oh, Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt bitter gewesen. Das wäre echt gemein gewesen. So, und es dürfte nicht ausreichen. Wenn er nicht quittet, reicht es nicht aus. Aber dann gehe ich im Mammutell. Und es reicht nicht aus. Und ich würde sagen, ein GG. GG. Gut gespielt. Und ich würde sagen, damit haben wir uns heute den nächsten Sieg gut. Boah, das ist ein relativ kurzer Kampf. 18 Minuten, ne? Wow. Ich brauche sonst echt wesentlich mehr. Okay, ich habe mich auch relativ lange vorbereitet, was ich da spielen will. Aber Felsgrab, Kami, richtig gut.
habe da gar nicht mitgerechnet, Kami. Also, ich hätte zwar rausgehen können, aber boah, der Felskap, der hätte mich easy kaputt gemacht. Wow. Okay, damit haben wir ja diesen Spieltag relativ safe gewonnen. Er hat zwar noch doch meine Tarnsteine rausgekriegt. Ich wollte die halt eigentlich benutzen, damit ich den Zerr spreche. Ich hätte, wie er Donphan gemacht hat, wahrscheinlich auf Zubiris gehen können. Dann hätte er die Tarnsteine nicht weggekriegt. Hätte dann wahrscheinlich im Mammutel gehen können. Oder ja, auch wahrscheinlich in mein Lucario. Und hätten mich dann im Prinzip hochboosten können mit Schwertanz, was auch immer. Aber ja, auf jeden Fall war es ein super schönes Match. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Es wird ein bisschen kurz ausfallen. Oder mir kam es relativ kurz vor. Ich weiß auch nicht. Ich habe ehrlich mal, muss ich sagen, auch richtig lange überlegt. Richtig kurz überlegt. Weil ich hatte mir schon viele Züge zurechtgelegt, wie das laufen könnte. Und dass er halt auch mit ohne Zahn leadet, war für mich auch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, das wenn er leadet, dann die Donnerwelle raus. Aber ich habe nicht gedacht, dass die Psychokinese ausreicht. Also Kami, wenn du das siehst, ich weiß nicht, ob das Min oder Max Damage vorher war, auf jeden Fall guter Play. Ich habe sogar ehrlich gedacht, du spielst den Psyshock wahrscheinlich. Im schlimmsten Fall. Da hätte ich gedacht, easy, das denke ich locker drei Hits von. Und ja, auf jeden Fall war es ein gutes Match. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat vom DPL, Spieltag Nummer 12. Ja, Spieltag Nummer 12. Dann lasst mir einen Daumen da. Schaut auch bei Kami vorbei und vielleicht auch bei den anderen. Alle unten in der Beschreibung. Morgen erwartet euch, muss ich mal einmal auf meinem schlauen Zettel gucken. Das letzte Advent-Special, so viel sei gesagt, es wird bis Weihnachten auf jeden Fall gehen und ich hoffe, es wird euch gefallen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Unizuka, wenn du das siehst. Er hat mir dabei geholfen, das zu bekommen und ihr werdet euch, glaube ich, sehr darüber freuen. Ich freue mich riesig auf morgen und schaut auch auf meinen Nuzlocke-Part vorbei. Der kommt morgen auch und Montag kommt der beste Shiny Hunting-Part meines Lebens. Schaut auf jeden Fall vorbei. Deswegen kam oder musste ich die Tauschaktion in dieser Zeit so ein bisschen reduzieren, weil ich halt bei diesem Shiny Hunting echt lange dabei gesessen habe. Ich glaube, um die 17 Stunden oder so. Also schaut Montag rein, es ist super witzig gewesen. Waren viele Leute dabei, ich weiß nicht wer, aber es ist super geil gewesen. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns morgen beim 4. Advent. Bis dahin, ciao, liebe Leute.